Ich heiße Beatrix Aschwanden und ich bin Basisstufenlehrerin. Wir konnten zuerst gar nichts machen, wir mussten abwarten, bis wir die Informationen von der Schule erhalten haben. Das war am Samstag, nachdem am Freitag gesagt wurde, dass die Schule geschlossen bleibt. Und dann war unsere Aufgabe, die Eltern sofort zu informieren und ihnen mitzuteilen, dass eben die Schulen geschlossen sind und auch ihnen mitzuteilen, wann es die nächsten Informationen gibt und über welche Kanäle wir informieren. Wir machen das so, dass wir per Mail die Eltern informieren und dazu noch per Telefon. Das muss einfach sichergestellt sein, dass alle Eltern auf dem neuesten, aktuellsten Stand sind. Ich habe 3 Kinder, ich bin also auch als Mutter betroffen mit dieser Situation. 3 Kinder, die jetzt auch zu Hause sind. Für mich heißt Homeschooling nicht nur am Tisch sitzen und arbeiten und Arbeitsblätter lösen, sondern die Kinder ganz fest im Alltag mit einbeziehen. Beim Frühstück zubereiten helfen, vielleicht können sie beim Wäschesortieren helfen, also ganz solche Alltagsarbeiten auch mit, da mithelfen.